So, lieber Radfix, was machen wir heute? Wir werden heute diesen Z-teuren Rasenmäher von Kubota umbauen. Der hat ein Mulchmähwerk verbaut und ich will auf ein Seitenauswurfmähwerk umbauen, weil ich habe hier einen Deal mit unserem Bürgermeister gemacht. Ich kann nämlich hier die öffentlichen Wege im Dorf, die Seitenränder, mähen. Das geht mit dem Mulchwerk nicht so gut. Hohes Gras kann man wesentlich besser mit dem Seitenauswurf Mähwerk mähen. Und das bauen wir jetzt um. Viel Spaß dabei! So, lieber Randfix, ja, das ist hier das Mähwerk vom Kubota und dieses Mähwerk wurde als Mulchmähwerk ausgeliefert und ich muss jetzt hier diese ganzen Bleche entfernen, hier den Seitenauswurf anbauen und die Messer tauschen und dazu will ich den Mäher vorne ein bisschen anheben. Ich habe von meinem Opa so alte Metallrampen. Die sind nicht so doll, aber vielleicht benutzen wir die jetzt mal, um ihn vorne ein bisschen hochzufahren, um dann unten runterzukommen. Was ist denn jetzt? Ja, also vielleicht benutzen wir die jetzt mal, um unten runterzukommen, um hier jetzt diese Bleche abzuschrauben, um nicht das ganze Mähwerk ausbauen zu müssen. Ihr fragt mich ja mal wieder, was ist denn mit deinem Toro, mit deinem großen Toro Greensmaster? Ja, mein Toro Greensmaster, der steht in der Garage und weint. Ah, da muss ich nochmal so richtig Geld reinstecken. Ich habe den Plan, die Spindeln komplett zu erneuern und ich muss noch ein paar Hydraulikschläuche erneuern. Und leider ist der Kühler irgendwo undicht. Da muss ich auch nochmal ran. Das schaffe ich gerade nicht. Trotzdem fahre ich ihn jetzt mal raus, dann könnt ihr ihn kurz mal sehen. Und irgendwann wird er auch wieder laufen. Wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, im Winter, habe ich die Zeit dazu, hier ein bisschen zu basteln und jetzt den endlich zu finishen. Ich würde ihn gerne weiter verwenden. Ich würde ihn auch gerne auf dem Fußballplatz hier im Dorf benutzen zum Mähen. Deswegen auch die 8 Messerspindel, total wichtig. Aber im Moment ist der leider nicht einsatzfähig. Tut mir leid. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Das sind hier die fetten Messer. Ey, ist das ein Sichelmesser? Es ist ja unglaublich. Unglaublich. Der Kubota-Vertreter sagte, das muss man nicht ausbauen, das Mähwerk. Das kann man auch so machen. Na gut. Jetzt fällt das wahrscheinlich gleich alles runter.
Ja, sehr gut. Das ist auch schon locker. Okay, jetzt ist das hier alles offen. Wow. Cool. Das Messer. Boah, was für eine Schraube. Wahrscheinlich genau die 30er, die ich gerade zerstört habe. Wahnsinn. Ich frage mich natürlich, warum ich das Messer austauschen muss. Ja, das hat jetzt ein bisschen... Naja. Vielleicht frage ich dann nochmal. So, raus. So, lieber Rasenfix, wir haben jetzt die beiden Leitbleche ausgebaut. Ich habe mir jetzt entschieden, dieses Messer nicht umzubauen, denn ich denke, ein Mulchmesser ist doch auch nicht schlecht. Da wird das seitlich rausgeworfene Gras gleich ein bisschen klein geschnitten und dann rausgeschleudert. Also lasse ich die jetzt mal weg. So, jetzt kommt hier noch ein Leitblech rein, das ich noch montieren muss. Das kommt wahrscheinlich hier hinten hin. Ja, genau. Da ist das Loch. So. Okay. Also dahin. Gut. Ja, das ist jetzt nicht gut, Andreas. Jetzt muss ich erst noch mal den Dreck wegmachen. Kommt fest, kommt ganz locker. So, gut. Als letztes kommt jetzt hier dieser Seitenauswurf drauf. Coole Nummer. Das ist allerdings Kunststoff und kein Gummi. Also da muss man wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwo gegenschüsselt. So, diese Feder gehört hier rauf. Wahrscheinlich hier die. Und die andere gehört da rein. Sie muss da rein. Da muss sie rein. Das war an sich schon nicht schlecht. Oder? Jetzt kommt Trick 17, wir machen das von hinten. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir irgendwas, macht der Rasenfreak falsch. So, jetzt gehen wir von hinten ran. Das ist... Ah! Ah! Das war der Trick. Oh, Leute. Ich glaub's ja nicht. Oh, ist da Spannung drauf. Hammer. Oh. Von hinten. So, liebe Rasenfreaks. Ohrpops sind drin. Jetzt kommt der erste Test. Und zwar mähen wir hier von unserem Dorf rüber zum nächsten Dorf. Links und rechts der Straße. Ich bin echt gespannt.
das hat Spaß gemacht. Das hat mega Spaß gemacht. Unglaublich. Die Maschine ist total dreckig. Boah, hat das gestaubt und gefetzt. Aber das sieht so gut aus. Ja, cool. Echt cool, 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 cool. Ich weiß sie auch. Ich, also, der Mähen ist auch mega cool. Ja, liebe Rasenfreaks. Danke fürs Zuschauen. Ich mache die Maschine jetzt so sauber. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Und abonniert mich gerne, wenn ihr mögt. Und macht die Glocke an. Dann habt ihr mal gleich meine neuen Videos. Euer Rasenfreak freut sich auf euch. Ciao.